eine Mixtur mischen, mit der die Lippen ordentlich voll werden. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich gleich aussehe wie ein Schlauchboot. Later. Na, wie sehe ich aus? Hallo, ich bin's, Kim Lian, und heute testen wir mal wieder die ganzen YouTube- und Pinterest-Hacks, bei denen ich mir in letzter Zeit so dachte, what, das soll funktionieren. Wir schauen uns jetzt an, was Top und was Flop ist, und ich bin schon sehr gespannt. Hack Numero Uno ist Wimperntusche mit Kontaktlinsenflüssigkeit wiederbeleben. Waren es schon zwei oder war das einer? Ich weiß es nicht. Das muss man dann einwirken lassen, und darauf kommen wir später zurück, und schauen uns an, ob es funktioniert hat. Kommen wir in der Zwischenzeit zu diesem Hack. Man soll angeblich mit Vaseline oder Shea Butter in meinem Fall, geht auch ein normales Lippenbalsam, und Cayennepfeffer eine Mixtur mischen können, mit der die Lippen ordentlich voll werden. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich gleich so richtig aussehe wie ein Schlauchboot. Aber vielleicht wird es richtig krass. Wer weiß, wer weiß. So, wir geben jetzt hier von ein bisschen in diese Schüssel. Ich werde das kurz in die Mikrowelle packen, damit es flüssig wird. Ich bin gleich zurück. So, Cayennepfeffer ist drinnen. Ich mische das jetzt hier noch kurz fertig. Ich habe etwas Angst. Die Konsistenz ist ziemlich geil. Von dem Duft allein habe ich schon echt Bock auf eine Grillplatte oder so. Das muss man ungefähr 5 Minuten oder so einwirken lassen. Langsam spüre ich so ein Brennen. Later. Na, wie sehe ich aus? Halleluja. Ah, meine Lippen brennen ziemlich. Schreib es mal in die Kommentare, ob du irgendeinen Unterschied erkennen kannst. Ich persönlich jetzt zumindest nicht, deshalb gibt es erstmal einen Daumen nach unten leider von mir. Kommen wir zum nächsten Hack, der besagt, dass man kein Augenbrauengel braucht, sondern das durch ein Haarspray ersetzen kann mit so einem sauberen Bürstchen hier. Das soll die Augenbrauen sogar noch besser am Platz halten. Gucken wir mal, ich bin eigentlich eh so Augenbrauengel-obsessed. Oh. Nicht gut, wenn man auf seine ganzen elektronischen Geräte Haarspray sprüht, aber egal. Dieser Hack ist der Burner, weil ich habe eigentlich hier hinten so eine Welle drin und die kriege ich wirklich weggebogen durch dieses Augenbrauengel bzw. durch dieses Haarspray halt. Und wenn ich jetzt so durchbürste, dann ist so wirklich so ein bisschen so ein Widerstand. Siehst du das? Das sieht auch nicht nass aus. Bei Augenbrauengelen, bei durchsichtigen, sieht das immer so aus, als wären die irgendwie nass oder fettig. Es zieht nur so ein bisschen. Wenn ich die Augenbrauen bewege, dann sind die schon sehr fest betoniert da, wo sie sind. Aber ich mag das. Ich finde das richtig, richtig cool. Daumen hoch von mir. Ein Hack, der auf YouTube sehr verbreitet ist und bei dem ich mir jedes Mal denke, hast du nichts Besseres zu tun mit deinem Leben, ist sein eigenes Dekolleté zu konturieren, damit ja irgendwie gepuschter, schöner, voller, wie auch immer aussieht. Ich denke mir immer, es ist mega unnötig, aber vielleicht macht das ja doch diesen Wow-Effekt. Wer weiß, probieren wir es aus. Na, 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 na. Geh auf! Ich werde mich nie ausziehen können, wie diese Hollywood-Frauen immer. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ich nehme jetzt hier mal zuerst einen Creme-Bronzer und werde mir diese Bögen hier zeichnen. Das machen sie ja auch immer in diesen ganzen Tutorials. Wow, das sieht ja jetzt schon krass aus, Alter. Blenden, blenden, und ich komme mir überhaupt nicht dumm vor. So, bisschen jugendfrei hier noch. Wie ich die ganze Zeit so ein Doppelkinn mache beim Blenden. Machen wir weiter mit dem Puder. Das ist übrigens die helle Nuance, weil von der Palette gibt es ganz hell, hell, mittel, dunkel und ganz dunkel. Finde ich sehr, sehr praktisch. Kann ich dir auch mal unten verlinken, falls dich die näher interessiert. Tada! Die Mädels, die diese Tutorials machen, geben meistens dann auch noch Highlighter drauf. Und zwar an der Stelle, wo es dann praktisch in your face springen soll. Ein bisschen geht noch hier. Wenn schon, denn schon. Ich mache mir die Arbeit ja nicht umsonst. So Mädels, was sagt ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich persönlich finde, es sieht
hochgepushter aus, aber man erkennt sofort, dass man es angemalt hat irgendwie. Also so eine Kontur hier lohnt sich wirklich nur, wenn du beim Ausgehen lauter Halbblinde, so wie mich, mit unendlich vielen Dioptrien um dich hast und sie alle ihre Kontaktlinsen zu Hause vergessen haben, weil dann erkennen sie nicht, dass hier oben ein fetter brauner Balken ist. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, also ist dieser Hack totaler Bullshit. Unsere Körper sind so perfekt, wie sie gewachsen sind und ob sie jetzt hier oben stehen oder hier oder da oder Wurst, dann ja meine Güte. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt anmalen, deswegen. Jetzt gucken wir uns an, ob der Wimpernzangen-Kajal-Hack wirklich funktioniert. Man soll hier innen einfach ein bisschen Kajal draufmalen auf die Wimpernzange. Angeblich, wenn man die Wimpern dann curlt, also biegt, dann kann man sich gleichzeitig einen Lidstrich damit verpassen. Ich habe mir so tierisch Panik, dass ich mir das Augenlid einklemme. Ich drücke die extra ziemlich gegen den Augapfel, damit dieser Kajal sich überträgt. Okay. Es ist lustig, weil der Hack eigentlich dazu da war, ja so einen Lidstrich zu machen, was er nicht macht. Aber er ist ziemlich cool dafür, um sich hier den Wimpernkranz schwarz einzufärben, diese Härchen. Weil die sind eigentlich bei mir komplett durchsichtig hellblond und erst circa fast ab der Mitte werden meine Wimpern dann braun. Jetzt sieht das doch schon am Ansatz relativ dicht aus. Also so gesehen gebe ich einen halben Daumen nach unten. Und jetzt kommen wir zurück zum ersten Hack. Jetzt gucken wir mal, ob sich die Mascara erholt hat. Und ich muss sagen, das sieht schon mal sehr gut aus, weil die war komplett eingetrocknet. Warte mal, das sieht extrem gut aus, muss ich sagen. Geil! Ey, krass! Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Jetzt mal ehrlich, die Wimpern gefallen mir besser als die. Heftig! Ich freue mich sehr über ein Däumchen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich finde es richtig krass, was so ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit bewirkt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du auch noch einen coolen Hack kennst, der tatsächlich funktioniert. Und ansonsten sehen wir uns auf Facebook, Twitter, Snapchat oder Instagram oder dann im nächsten Video. Tschüss!